Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Deponia Doomsday. Ich bin der Baume, wir sind auf Elysium und eigentlich will ich gar nicht mehr weiterspielen, weil es kann... Es macht doch nur alles kaputt, oder? Ich meine... und Twitch sagt, hallo liebes YouTube. ist das schön. Ist das schön. Es wird... Was ist denn das? Was machen wir jetzt? Hallo YouTube, wo bist du, mein Sonnenlicht? Und schöne Grüße vom Lust auf Meer und der Dr. Trollpool ist da und der Run und ganz viele Leute. Ganz viele Leute. 31. Okay, waren schon mal mehr. Aber wir haben es auch gerade 3:30. Meine Güte, ihr Nachtschwärmer, wunderschön. Aha, diese Tür ist eine Spalt breit offen. Wollen wir doch mal gucken, ob... Nee, kombiniere. Ich bräuchte eine Art Hebel. Hatte ich die Musik nicht gerade eben erst leiser gemacht? Was ist denn das? Ist das ein Spielzeugautomat? Wie jetzt? Kein Strom. Das sind ja geradezu deponiöse Zustände hier. Ich mach die Musik mal trotzdem noch ein bisschen leiser. Ich habe das Gefühl, die ist einfach mal lauter als die Stimmen. Und das ist irgendwie nicht Sinn und Zweck von ambientonischer Musik. So, Knopf, Plakat, was ist das denn? Luftballons zu gewinnen. Endgeil. Endgeil. Was hat's denn mit der Tür auf sich, wenn die kein Spalt offen ist? Hallo? Jemand zu Hause? So eine Geisterstadt ist ein Rummelplatz im Vergleich zu dem hier. Naja, und wir haben Ballons. Mit dem Töpfchen können wir nichts machen. Hier können wir auch gar nichts machen. Okay, wir gehen raus auf den Balkon. Ich will gar nicht wissen, was da los ist. Das ist bestimmt ganz furchtbar. Wir werden fürchterlich enttäuscht werden. Da friert ihm glatt das Gesicht ein. Okay, ja, zu Recht. Aber nein, das stimmt doch nicht. Das ist sicher nur wieder dieser Albtraum. Elysium kann nicht abgestürzt sein. Wann soll denn das bitte passiert sein? Naja, nachdem... Hallo? Bing, 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 bing. Ich will mit dem Verantwortlichen hier reden. Meine Hand? Das wäre dann wohl ich, wenn Sie die Freundlichkeit besäßen, mich aus diesem Schutthaufen zu befreien, kann ich Ihnen gerne alle Ihre Fragen beantworten. Ich stelle hier die Bedingungen, klar? Wie Sie meinen. Eingeklemmter Elysianer. Ist das dieser Oberälteste? Und sonst so? Ach, Sie wissen ja, wie das ist. Stress auf der Arbeit, Stress in der Familie. Holen Sie mich endlich hier raus! Schon gut, schon gut. Man wird doch mal ein bisschen menschlich sein. Entschuldigung, das sind die Nerven. Ich bin es einfach nicht gewohnt, dass Ihre Entenlose aus dem Arm baumeln. Was? Jeffrey mag Blut? Seit wann mag der unser Jeffrey denn keine Kekse mehr? Jeffrey mag Blut, was hast du aus Jeffrey mag Kekse gemacht? Gibt's Blutkekse? Moin, danke für den Follow. Wunderschönen guten Abend, gute Nacht, guten... Hi. Wenn ich ihn nicht frei bekomme, kann er immer noch ein Puppentheater aufmachen. Ein Solo-Puppentheater. Ich muss sagen, diese Hand funktioniert außerordentlich gut dafür, dass sie... Was ist denn das hier? Stillhalten? Das könnte jetzt etwas wehtun. Was haben Sie vor? Wart's ab. Tun Sie schon was? Ich versuch's ja. Nein, wieso? Jeffrey mag Blut. Bist du unser Jeffrey? Oder bist du wer anders? Lass dir gesagt sein, es gibt noch mehr Jeffreys auf dieser Welt. Entweder hier fehlen Blumen oder ein Kastenbrot hat sein fliegendes Auto ungünstig geparkt.
Das sieht aus wie Knöpfe, die man drücken müsste. Oh, was war hier gerade? Was haben wir noch? Hier ist ja aber viel. Was ist denn das da? Eine Stange. Die erinnert mich irgendwie an meine Vision. Schnee, Fuloks, ein abgestürztes Elysium. Ach nee, das kann alles gar nicht passiert sein. Und wenn doch, werde ich zu verhindern wissen, dass es wieder passiert. Mhm. Und wieder und wieder und wieder und wieder. Hui. Cool, wir haben einen Hebel. Dann lass das mal aufhebeln. Vielleicht, wenn ich das Rohr hinter diesen Stumpf da klemme und... Aua! Das ist mein Bein! Oh, Entschuldigung. Ohne den Fuß war es schwer, als solches zu erkennen. Oh, Tutti Frutti, Schokoeis, Vanilleeis, der Eislift. So einen wollte ich immer für mein altes Zimmer haben. Zu dumm, dass genau an dieser Stelle die Gasleitung verlief. Aber das neue Zimmer hat auch was. Ja, und das alte ist mit einem Schlag viel geräumiger geworden, ohne diese ganzen bekloppten Wände. Die stehen einem nur im Weg rum. Wer hat das überhaupt erfunden? Wie jetzt? Kein Strom? Und sowas nennt sich Elysium? Wie jetzt? Und sowas? Auch keiner. Gut, okay. Dann versuchen wir mit der Stange... Warte mal, ist das dein Hintern? Ich bin mir nicht sicher. Er will den Spielverderber spielen. Aber ich habe nicht die Absicht, ihn gewinnen zu lassen. Jeffrey wurde wohl von Bloody Mina Zwecklos. Gebissen. Er will den Spielverderber spielen, aber... Sieht ganz so aus. Sieht ganz so aus, Lusti. Mach auf! Jetzt lass dir mal Pommes wachsen. Na toll, außer Besen nichts gewesen. Eine Abstellkammer. Ein Höhepunkt purzelt über den nächsten. Was? Geh mal kurz aus dem Weg. Paintball Gun? Was zum... Die ist ja leer. Dieses Elysium entwickelt sich langsam zur Parade der Enttäuschungen. Mhm. Haben wir noch mehr? Hauptsicherung. Oh, du drück da doch mal drauf. Was zum... Kommen Sie näher, kommen Sie näher. Hier gibt es lustige Luftballons zu gewinnen. Ballons? Also mit so einem Kinderkram. Also Moment mal, sind das etwa Heliumballons? Aber natürlich! Wie die, die man benutzt, um schwere Trümmerteile abzutransportieren? Das wäre mir neu. Kein Wort mehr. In diesem kongenialen Denkapparat formt sich gerade der Plan zu einem neuen, brillanten Manöver, über das noch Generationen sich miteinander unterhalten werden. Vorausgesetzt, Sie kriegen vor Staunen den Mund zu. Ja, habe ich gerade geschafft. Du bist... Ronnie, du hast einen Namen. Dreh mal schnell wieder die Sicherung raus. Nichts. Verdammt, ich... Ihr kennt doch alle Undertale, ja? Nein? Doch, ne? Die meisten, ja? Ihr wisst, was ich meine. Nicht? Doch? Doch. Das Ende. Ich mag Blumen offiziell nicht mehr, egal in welcher Form und Farbe, wie auch immer. Ich hätte da ein paar Fragen. Toll! Ich kann es kaum erwarten, sie zufriedenstellend zu beantworten. Erstens, wo finde ich eine Axt, um dich zu vernichten? Zweitens, wo finde ich einen Flammenwerfer, um deine Eier zu zerstören? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Ich wurde von einem freundlichen Herrn mit verwegener Frisur angesprochen. Wie bekommst du nur diese tolle Tolle hin? Ich benutze ranziges Motoröl als Haarwachs, aber nicht weiter sagen. Bravo! Eine brillante Methode, um herauszufinden, wer die wahren Freunde sind. Ich mag's nicht. Elysium steht in Flammen. Es ist dir also aufgefallen? Ich hoffe, diese Unannehmlichkeit schmälert dein Vergnügen nicht allzu sehr. Ich komm klar. Puh, das ist eine Erleichterung. Ich kann kaum abwarten, diese schöne Nachricht den Bediensteten zu überbringen, die trotz ihrer Verletzungen die Lebenserhaltung für dich aufrechterhalten. Sag ihnen bitte auch, dass die Klimaanlage ein bisschen stark pustet.
Ach, Jeffrey. Sehr schön, Jeffrey. Also hatte Lusty recht. Nein, Dr. Treupool war es. Nein, doch, Lusty war es. Alle waren es. War es so schlimm? War die Gesichtsentgleisung so schlimm, ja? Aber ich meine, dass dieses Ding, dieses... Wie funktioniert das Spiel noch gleich? Es ist ganz einfach. Du schießt mit deinem Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. 20? Muss ich mir das alles wirklich merken? Nein, nein. Bring nur deine Paintball-Gun. Der Rest erklärt sich beim Spielen. Okay, okay. Was ist nochmal dein Job hier? Wo bekomme ich neue Paintball-Munition her? Ist die schon wieder alle? Einen Moment, ich schicke jemanden. Jemanden? Oh je, Problemo grande. Das Lager wurde beim Aufprall zerschmettert. Die Arbeiter sind eingeklemmt. Ich soll in ihrem Namen um Vergebung bitten. Sag ihnen, meine Vergebung will sich erst verdient werden. So, Rufus, Alter. Es ist nicht wahr. Ich hab's mir überlegt. Ich nehme doch den Trostpreis. Ohne überhaupt gespielt zu haben, dann gibt es aber nur die Hälfte der Ballons. Nur die Hälfte? Vergiss es. Dann, danke für gar nichts. Es war mir eine Kur. Das reinste Sonnenbad. Ein... Tschüss, Ronny. Ja, wirklich. Ronny, Hals, Maul. Ein angemessener Empfang. Was muss ich tun? Es ist ganz einfach. Du schießt mit deinem Paintball-Gun auf die Zielscheibe. Triffst du ins Schwarze, bekommst du 20 knallbunte, 40 lustige Ballons. Verfehlst du, bekommst du zum Trost 20 rückgratstarken, schmunzelnde Ballons. Du kannst nur gewinnen. Hip, hip, Elysium. Ich brauche keine Almosen. Ich werde mir die Balance mit einem ehrlichen Treffer ins Schwarze verdienen. Wie Monsieur belieben. Halt den da raus. Das hier ist eine Sache zwischen dir und mir. Wie war das nochmal mit der Munition? Egal. Ich werde schon irgendwas finden, was Munition ähnlich kommt. Feuer? Ohne Munition ist das ziemlich witzlos. Dann wirft das Ding doch einfach. Ohne Munition ist das ziemlich witzlos. Verdammt. Tutti Frutti? Schokoeis oder Vanille? Ich möchte gern mit Vanilleeis schießen. Nein, eigentlich hätte ich lieber Schoko. Das ist ja nur Sapsche. Ich bin enttäuscht, ich meine. Es liegt daran, dass es hier unten in der Küche brennt. Spar dir die Ausreden. Ausreden kann man nicht lutschen. Und gib dir mehr Mühe. Sehr. Oh. Sehr wohl, mein Herr. Was soll's, bevor es umkommt. Wie die aber auch alle mitmachen. Es ist einfach so geil. Die Welt, wie wir sie kennen, ist gerade vom Himmel gestürzt und noch einer und arbeitet. Ich finde, er wird dafür nicht mal bezahlt. Immer noch Sapsche? Ich bin um Vergebung. Und sind hier unten die Feuerlöscher ausgegangen. Das Trinkgeld ist hiermit gestorben. Und er schaufelt sich das Eis rein. Das ist ja immer noch Sapsche. Immer noch Sapsche? Ich bin um Vergebung. Und sind hier... Das Trinken... Ach, schade. Können wir ihm die Paintgun da reinlegen? Ohne Munition ist das ziemlich witzlos. Er soll sie ja auch mit Eis aufmunitionieren. Schade eigentlich. Entweder hier fehlen Blumen oder ein Kastenbrot hat sein fliegendes Auto ungünstig geparkt.
Wir brauchen die Ballons, um die Trümmer zu beseitigen. Und wir können ihnen leider da unten nicht helfen, vernünftiges Eis zu machen. Vielleicht können wir irgendwas runterschicken, womit sie das Feuer löschen können. Was hätten wir denn da? Was hätten wir denn da? Ich kann da rein. Ah, okay. Dann gehe ich da mal... Oh Gott, wie er da rumhängt mit seinem... Verdammt, dieser sexy Flanders in seinem Skianzug. Nicht unbedingt seine Schokoladenseite. Oh doch, genau das ist die Schokoladenseite, Rufus. Du, McChronicle. Was? Du Nasenhuhn hast uns in die falsche Zeit gebracht. Das ist wohl wahr. Du Nasenhuhn hast uns in die falsche Zeit gebracht. Ich weiß, ich arbeite daran. Baumer freut sich weiterhin wie ein kleines Kind. Ja, auch wenn Elysium brennt. Ich meine, irgendwie, man muss ja auch... Hier ist alles kaputt. Oh je, hoffentlich waren wir das nicht. Wieso? Sagtest du nicht, du hättest in deiner Vision die Welt gerettet? Vielleicht wird das nie passieren. Zumindest nicht, solange du hier festsitzt. Nicht so schnell, ja? Noch sitzen wir nicht fest. Immer mit der Ruhe. Und wehe, du lässt einen fahren. Das ist wirklich die Zukunft. Naja, wollen wir hoffen. Wenn das die Vergangenheit ist, würde es ja heißen, es hätte Elysium niemals gegeben. Es wäre abgestürzt, bevor es gebaut worden wäre. Das ist paradox. Und das hier ist wirklich die Zukunft? Ich würde meinen Hut verwenden. Das kann ich dir auch nur raten. Aber ich hatte es mir ganz anders vorgestellt. Vielleicht war es auch mal anders. Jeder Eingriff erschafft eine neue Zeitlinie. Verstehe. Wie wenn man Torte schneidet. Quatsch, nicht wie wenn man Torte schneidet. Also nicht. Aha. Du hast nicht zufällig eine Torte dabei, oder? Nein, mit Zeitlinien ist das eher so, als würdest du Spaghetti essen. Du rammst deine Nadel. Warte, Nadel? Wer isst denn Spaghetti mit Nadeln? Ich frag lieber was anderes. Was treibst du da eigentlich? Ich versuch, uns von hier wegzubekommen. Ja, da wäre ich langsam auch mal fast dafür. Nach Hause. Wohin genau können wir dann ja noch sehen? Sind wir mal da? Brauchst du noch lange? Das ist relativ. Ein Temporalphysiker-Witz. Versteh ich nicht. Mach einfach schneller oder ich töte deinen Großvater. Auch nicht schlecht. Das war kein Witz. Ja, das mit der Paintball-Munition ist so eine Sache. Hast du zufällig Paintball-Munition bei dir? Paintball-Munition? Wozu? Um Heliumballons zu gewinnen. Was willst du mit Heliumballons? Ich will schwere Trümmerteile von einem eingeklemmten Elysianer abtransportieren. Du weißt schon, dass das physikalisch gesehen kompletter Unsinn ist, oder? Wenn du mir nicht helfen willst, sag's doch einfach. Ein Feuerlöscher könnte hier tatsächlich irgendwo sein. Ich suche einen Feuerlöscher. Hast du irgendwas in Brand gesteckt? Würdest du mich kennen, wüsstest du, dass das überhaupt nicht meinem Naturell entspricht. Ich glaube, ich habe vorhin einen gesehen. Schau doch bitte selber, ja? Ich bin hier mitten in einer Sache. Ja, du weißt wahrscheinlich selber nicht, was genau das ist, wo du da drin bist. Brauchst du Hilfe? Mir würde es sehr helfen, wenn du mich in Ruhe ließest. Ach ja, ich wollte ja noch diesen Elysianer retten. Aber du sollst dich doch nicht einmischen. Der Deal war, du bohrst nicht in meiner Nase und ich nicht in deiner. Was? Aber nein! Der Deal war... Deal ist Deal. Denk an den Deal. Ich mach dann mal weiter, ja? Ich schau mich noch ein bisschen um. Fass bitte nichts an. Keine Sorge, meine Hände sind sowieso nicht gewaschen. Was? Hey, da ist eine Klappe. Mach dich mal nicht so breit. Sorry. Ihr seid ein Duo. Es ist... Wo kriegt man eigentlich solche Klamotten her? Müsste er nicht irgendwo einen Reißverschluss haben, um dann... Naja, wir denken nicht drüber. Vielleicht wurde er ja reingezeugt. Ein Feuerlöscher. Vielleicht könnte der doch noch nützlich werden. Tja, ist zwar nicht unsere Art, aber wir wollen ja auch nicht lange behalten. Verdammt, ich komme nicht ran. Oh, wir haben doch so eine super Stange dabei. Die sieht zwar ein bisschen aus wie die Wirbelsäule von einem Roboter, aber egal. Ich behalte die Sachen lieber bei mir. Sie sind integraler Bestandteil meines Planes. Du, Chronicle, könntest du bitte kurz... Chronicle? Mit dem, wegen dem da... Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Danke. Ich glaube, du hast... Ach, egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher, ne? Okay. Ist das denn keiner? Ein Feuerlöscher.
Zumindest ist auf der Plakette ein kleines Flämmchen abgebildet. Beweisführung abgeschlossen. Ja, ich finde übrigens die kleinen Netze hier an der Rückseite der Stühle sehr geil. Die kleinen Gepäcknetze, obwohl niemand dahinter sitzt. Haben wir hier noch... Nein, okay, tschüss. Tschüsschen. So, dann wollen wir den nennen wir es mal Feuerlöscher. Oder den Feuer. Ob er es löscht, bin ich mir nicht sicher. Wollt mal runter zum... Tatü-tata, Rettung ist nahe. Aber wenn die da unten Eis haben, wie kann es denn dann da brennen? Ach, dann war das am Ende gar kein Feuerlöscher. Da war doch extra dieses Schild mit den Flammen drauf. Gut. Das ist diesmal aber nun wirklich nicht meine Schuld. Nein, also, noch weniger als sonst. Da hat es ja schon schon gebrannt. Wir haben ja quasi nur das Unvermeidliche beschleunigt. Weg mit dem Dreck. Aha. Da oben nutzt er mir wenig. Kann ich den irgendwie runterziehen? Komme ich da vielleicht mit der Stange ran? Ich muss die Pleite mit meiner patentierten Hakenstange nicht unbedingt wiederholen. Auch wenn sie letztlich zu der Erkenntnis geführt hat, dass man im Notfall statt Glasaugen auch Hühnereier nehmen kann. Was genau hatte er denn mit den Glasaugen vor? Ich glaube nicht das, was wir alle denken. Ja, ja, der Stream geht in der Tat schon länger. Seit, sagen wir mal seit 19 Uhr. Was ist denn, das ist doch nicht mehr weit. Warte mal, ach so, ich kann ihn ja hier runterlassen damit. Haken. Daran. Naja, dann hat das ja fast so funktioniert, wie ich mir das gedacht. Aua, was tun Sie? Nicht rumjammern, es hätte fast funktioniert. Ich für meinen Teil... Verbuche diese Idee als Erfolg. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Und ich sage Erfolg. Ein wahnsinniger Erfolg. So, bin schlafen, gute Nacht. Jeffrey mag Blut. Ich wünsche dir eine gute Nacht und auf dass deine speziellen Bedürfnisse auf die ein oder andere Art und Weise. Ja, schlaf gut. Was mache ich denn hiermit jetzt? Ganz schön wackelig hier. Ja, nicht nur das. Verdammt instabil. Die passt doch super da in den Blumenkasten, oder ja? Ja, und jetzt stecken wir da die Stange durch. Stange durch. Durchstecken. Stecken? Was haben wir denn da? Eine Lücke? So eine Schlamperei. Nur weil man eine Stadt im Orbit baut, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht erdbebensicher sein muss. Jeffrey McBlue, danke schön für deinen Host und nochmal eine schöne gute Nacht. wenn wir den Balkon abknicken und das Ding runter... Ich probier's mal. Ja. Was genau haben Sie vor? Dich befreien natürlich. Ich bin ein Held. Indem Sie den Balkon abbrechen? Genau. Wie siehst du das? Der Balkon wird mit dem Kabel zusammen in die Tiefe stürzen... Das Rohr mit sich ziehen. Aber pronto, schon verstanden. Verdammt, ist das schwer. Gleich nochmal. Ja. Zweiter Versuch. Ich schaff's noch. Sind Sie sicher, dass... Ich sagte, ich schaff das. Und wenn wir mit der Paintball-Gun auf das Ding eindreschen... Ohne Munition ist das ziemlich witzlos. Schade eigentlich. Versuch Nummer 3. Alle guten Dinge sind noch ein... Beweg dich endlich! Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Abwarten. Ich probier's mal mit dranhängen. Was? Nein, stopp! Das kann gar nicht gut gehen. Oh Gott, ich muss ja drücken. Kraftakt. Tja, ganz so war's nicht geplant. Hallo? Welcher Idiot war das? Na warte.
Rufus? Die Orbit-Elfe aus meiner Vision? Mein Name ist Goal. Goal, genau. Dann war das wirklich die Zukunft, die ich gesehen habe. Ich habe mit dir zusammen die Welt gerettet. Ja, wow. Gut gemacht. Sieht das für dich nach einer geretteten Welt aus? Ja, ich wollte gerade fragen. Was ist passiert? Du hast uns im Stich gelassen. Das ist passiert. Ich habe mich geopfert. Für dich. Für Deponia. Ja, das dachte ich auch erst. Aber ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken. Im Endeffekt hast du es wieder nur allein für dich getan, oder? Darf ich kurz stören? Ihr habt offenbar viel zu bereden. Aber ist das hier wirklich der richtige Zeitpunkt? Halt dich da raus, Gerümpelstilzchen. Nein, der Chronicle hat recht. Wir können das später noch klären. Erstmal müssen wir hier weg. Ja, oder früher, ne? Wie zur Hölle hält das Ding, auf dem ich stehe? Ich stelle das jetzt... Armer Deponia. Schade eigentlich. Er hat mir gefallen. Er hatte eine gewisse Ausdrucksweise. Die gefiel mir. Mit seinen Händen. Wunderschöne Hände. Er hätte Handmodel werden können. Gebälk. Vielleicht kann ich mir aus diesem Balkon eine Art riesengroße Schaukel bauen. Goal, was hast du für eine... Zahnlücke? Nein, schöne Frisur wollte ich sagen, aber der Haken steht ja auch gut. Chronicle, kannst du mal kurz gucken, ob es dir noch gut geht? Nicht runtergucken, Mac! Würde mir im Traum nicht einfallen. Ich bin nicht schwindelfrei. Was auch immer. Hauptsache, du verpasst die aktuelle coole Rufus-Action nicht. Dann schnapp dir mal das... Das ist das Einzige, was diesen Turm noch zusammenhält. Ich kann kaum hinsehen, aber immer noch besser als runtergucken. Kann ich da... Traumfrauen sind doch was für Anfänger. Echte Profis haben Visionsfrauen. Ja. Goal! Aufwachen! Verdammt, dass das auch immer wieder passieren muss. Ich meine, passiert gewesen sein, werden, worden muss. War das jetzt ein linker oder ein rechter? Ich glaube, das ist nicht wichtig. Kann ich... Ah ja, hier, zum Kabelkleber. Ah ja. Ich glaube, da wird jemandem gleich die Hose geklaut. Oder komplett geklaut. Holla die Waldfee. Holla die. Super. Ja, gut. Gut. Jetzt nochmal dran ziehen, dann haben wir Goal. Ding dong, aufwachen. Oh. Was? Wo? Huch. Ja, genau. Huch. Wie in... Huch. Das ist aber nicht die richtige Zeit für ein Nickerchen. Moment mal. Du hast doch den halben Turm zum Einsturz gebracht. Die Hälfte? Den Bärenanteil? Ach, was rede ich? Den Löwenanteil? Rar. Kannst du zur Zeitmaschine klettern? Zeitmaschine? Das wäre dann wohl hier. Aber Zeitmaschine? Ich erklär's dir später. Erst einmal müssen wir hier weg. Und du gehst vor. Na gut, ich versuch's. Gut sieht das aus. Du hast dich fit gehalten. Ich mag sogar die neue Frisur. Bisschen kurz, aber... Apropos halten. Wie wäre es, wenn du die Fresse halten würdest? Und pumpiger bist du auch geworden. Alles klar bei dir? Ja, super. Meine Heimat ist zerstört, die meisten meiner Freunde sind tot oder verschüttet. Und jetzt hängt auch noch dieser Kackhaken fest. Warte, ich helfe dir. Lieber nicht, Rufus. Ich glaube, das kriegt sie schon alleine hin. Ich meine, hallo, ganz Deponia ist abgestürzt, ja? Und jetzt beschwert sich hier irgendjemand, dass so ein winzig kleiner Balkon da runtergefallen ist. Ich meine, das wäre ja eh... Wir haben ja quasi das Unvermeidliche nur beschleunigt. Genau wie mit dem Feuerlöscher. Das ist doch gut. Das ist doch... Da müssen die Leute nicht leiden oder so. Oder... Bereit? Oder. Wofür? Lass dich überraschen. Dann wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich dafür bereit bin. Traumfrauen sind doch was für Anfänger. Echt? Ach ja, Alter, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Ich würde mal sagen, halt dich noch etwas besser fest als jetzt. 3. Was hast du vor? 4. Na was schon? 2. Stopp! Nicht! 2,5. Du wirst uns noch umbringen!
Ach, jetzt bin ich durcheinander geraten. Ach, ja. Ist auch egal. Eins. Wie er lacht. Das war erniedrigend. Ich hab nichts gesehen. Ehrlich. Das Piercing ist neu, oder? Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Wenn's sein muss. Was stehen wir als nächstes an? Ich versuche noch immer die Armaturen zu verstehen. Ach, Gold. Irgendwo muss es eine Funktion geben, die uns zurückbringt. Zurück? Ist doch Blödsinn. Wir haben eine Zeitmaschine. Wir können überall hin. Hier zum Beispiel. Nicht? Du weißt doch gar nicht, was... Ah! Weg da! So geht das. Ganz smooth. Wie ein Adler. Oh, das sollte keine Anspielung sein. Ich hab's ja eh nicht gesehen. Goal hat ein Adler-Piercing. Jetzt aber. Das ist Elysium. Zumindest die unteren Schleusen. Und deutlich weniger zerschmettert als gerade eben noch. Zeitmaschine also, ha? Huh? Meiner Einschätzung nach sind wir etwa in derselben Zeit gelandet, zu der wir vorhin losgereist sind. Ein Tag mehr oder weniger. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Das da oben sind meine Koffer. Es ist der Tag, an dem ich mit Cletus nach Deponia ging. Ja, auf dieser Reise wirst du mich kennenlernen. Und zusammen retten wir dann Deponia. Um dich anschließend selbstverliebt in den Tod zu stürzen. Mein Gott, willst du mir das jetzt ewig aufs Brot schmieren? Es ist nun mal geschehen. Eigentlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geschehen. Ja, wird geschehen sein. Die Sache ist doch, es ist Schnee von gestern. Du meinst von morgen? Ein alter Hut. Ein neuer Hut. Langsam gehst du mir echt auf den Sack. Warte mal, heißt das, wir können es noch ändern? Könntet ihr bitte aufhören, das Zeitkontinuum zerstören zu wollen? Nein, 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 wir machen doch alles cool. Alles cool. Mit jeder Sekunde, die wir uns hier aufhalten, richten wir mehr Schaden an. Wir müssen zurück in unsere Zeiten. Ohne mich. Ich dachte, meine Zeit sei abgelaufen. Nun kann ich sie mir zurückholen. Goal, nicht! Uncool, Goal. Pfui. Himmel, Herbert noch eins. Sie hat die Zeitmaschine gestohlen. Wie sollen wir denn jemals hier wegkommen? Wegkommen? Wozu? Wir sind auf Elysium. Und eine Goal gibt es hier auch? Ich habe es endlich geschafft. Aber die Zukunft. Ach, nun lass mich doch mal mit deiner bescheuerten Zukunft zufrieden. Du hast doch gesehen, was für ein Drecksladen das ist. Und glaub mir, es wird nicht besser. Später gibt es noch nukleare Winter, Viewlocks, Schnurrbärte. Moment. Sagte sie nicht, dass du dich in den Tod gestürzt hast? Ach ja, ich muss es irgendwie überlebt haben. Ich erinnere mich deutlich daran, alt und verbraucht gewesen zu sein. Furchtbar. Keine Ahnung, wie du das aushältst. Kann es sein, dass... Nein. Oder? Kann es etwa sein, dass... Ich habe mir oft genug den Kopf für den Rest der Welt zerbrochen. Es wird Zeit für mein Happy End. Ach ja, die Suche nach dem Happy End. Hier drüben sehe ich übrigens ein Rätsel, da hatte ich kurz mal bei der Trollin in den Stream reingeschaut und das ist eins, worauf ich mich schon freuen werde. Ach, Freunde. Die halbe Stunde ist schon lange rum. Wir machen hier ein Stöppchen, ein Päuschen. Die Lautstärkeunterschiede in diesem Spiel sind wirklich... ziemlich unberechenbar geworden mittlerweile. Ich verstehe, was Ivy am Anfang meinte, dass einige Leute da Probleme hatten. Weil jetzt drehe ich es zum Beispiel gerade wieder auf 100% auf die Musik, damit sie jetzt in etwa so bei 50% vom Ausschlag ist. Ja, und wenn aber eine Cutscene kommt, ist das unglaublich laut. Also ich glaube, ich mache die Videos mal noch ein bisschen leise. Aber vorhin war die Musik halt auch so irre laut, wirklich irre laut. Das ist... Da werde ich wohl immer wieder ein bisschen dran rumjustieren müssen. Sei es, wie es wolle. Oh, was für ein Spiel. Was für ein Spiel. Ich muss aber gestehen, dass ich jetzt, oh, so leid es mir tut, die Aufnahmesession beenden werde. Wir haben es kurz nach 4. Ich werde langsam müde. Ich muss ein bisschen runterfahren. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
Ich find's so schön, endlich mal ein Deponia selber spielen zu können. Und wir sind endlich auf Elysium. Und wenn das mal nicht eine gute Stelle ist, um Schluss zu machen. Und zwar auf einem Elysium, das funktioniert. Da bin ich mir sicher. Eins, das noch ganz ist. Wir haben die Koffer gesehen. Und achtet mal auf einen der Koffer. Der hat ein Gitter. So mit so ein Stahlgitter. Was zur Hölle? Schleppt Golden da mit nach... Die wollen doch nur eine Inspektion machen. Ich kann mich nicht erinnern, dass auf diesem... Dass die so viel Gepäck hatte? Ist bestimmt was Cooles drin. Ich wette, wir können da was Cooles finden. Und ich wette, dass da das Gepäck rumliegt und wir uns daran vergreifen werden, wird auch erklären, warum Goal kein Gepäck auf Deponia hatte. Weil der Zukunftsrufus ihr... In der Vergangenheit... Irgend sowas, ne? Wie auch immer. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge frisch und erholt und nicht mitten in der Nacht. Nein, da wird es wieder eine vernünftige Uhrzeit sein. Sagen wir mal so 18:30. Deponia, ein Fest der Sinne. Wahrlich, wahrlich wahr. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen und reingehauen. Tschüssikowski.